Herzlich willkommen zu Sporthalle. Wir berichten heute exklusiv und natürlich ausführlich vom 14. Mitteldeutschen Marathon hier. Also vom Markt, wo Start und Ziel bekanntlich ist. Sie sehen das im Hintergrund. Ja, es regnet. 14 Jahre lang machen wir diesen Marathon, begleiten wir ihn. Aber solch ein Wetter hatten wir dann auch noch nicht. Aber der Freude über den Lauf tut das Ganze keinen Abbruch. Ja, etwa 4.500 Läufer werden hier erwartet. Aus fast allen Bundesländern kommen auch ausländische Gäste haben wir mit dabei. Aus 23 Ländern hat man sich hier auf den Teilnehmerlisten eingetragen. Ja. Und alle freuen sich natürlich auf dieses läuferische Großereignis, insbesondere natürlich auch auf das Highlight, den Marathon über gut 42 Kilometern. Die Teilnehmer stehen also in Sperrgau nun in den Startlöchern mit dabei. Der Vorjahressieger, aber auch ein Kenianer, da sind wir sehr gespannt. Und deshalb gehen wir jetzt ganz schnell erst einmal mit unseren Bildern dorthin. Gebührend wurden die Marathon-Teilnehmer an der Jahrhunderthalle in Sperrgau begrüßt. Eine solche Mammutstrecke zu laufen hat immer einen ganz eigenen Reiz. Nach dem Startschuss vom mehrfachen Olympiasieger im Rudern Andreas Hayek gingen zunächst die Rollstuhlfahrer auf die Reise. Von über 140 Freiwilligen wurden sie über die Marathonstrecke geschoben. Die Temperaturen schienen für diesen Lauf optimal zu sein. Dann aber gab die Bürgermeisterin Sperrgaus, Dietlin Tagenau, den Weg frei für die knapp 150 Marathonis. 42,195 Kilometer lagen vor ihnen mit dabei. Der Vorjahressieger André Fischer, aber auch ein kenianischer Läufer. Tolle Stimmung auf der Strecke, egal in welcher Form man diese große Distanz hinterlegte. Aber der Fokus lag natürlich auf die Marathonläufer mit einer großen Herausforderung. Eine Aufgabe also, deren Lösungsweg nicht von Anfang an klar ist und bis zur Zielerreichung viele Zwischenschritte erfordert. Vier Läufer setzten sich hier also nach knapp 5 Kilometern ab, dabei der Sieger des vergangenen Jahres, aber eben auch der Kenianer. Und hier ein Verfolgertrio mit dem Erfurter Georg Schützke, Sören Schulz und Thomas Hamann. Gleich am Anfang ging es da offensichtlich ein Stück bergauf. Und einer machte ganz von Dampf, André Fischer nämlich, der diesen drei Läufern ein wenig davon eilte. Da ist der führende André Fischer, der den Vorjahressieg gern wiederholen würde. Etwa 300 Meter hatte er sich von den Verfolgern absetzen können. Auch Toni Keller und Holger Zander versuchten die Distanz gemeinsam abzuspulen. Und es ging in der Tat nicht nur geradeaus. Es gab ja entlang des Saale-Radwanderweges auch eine neue Streckenführung für die Marathonis. Aber Samuel Diedering, Jens Hesselwart und Kenias Dixon Kuri suchten den Anschluss zum derzeit Führenden. Es war noch ein weiter Weg bis zum Ziel. Ja, also da haben wir schon mal erste schöne Bilder von der Strecke draußen gesehen und natürlich auch Ausreißer. Wir sind gespannt, wer dann am Ende hier im Ziel als Erster reinkommt. Und hier stehen mittlerweile schon die Halbmarathonis und 10-Kilometer-Läufer. Auch die wollen auf die Strecke gehen. Es ist nicht das schöne Wetter heute wirklich, aber das beeindruckt die Jungs überhaupt nicht. Die sagen, egal ob es regnet oder eben die Sonne scheint, wir freuen uns auf diesen Lauf. Ja, also schauen wir nun mal, wie dieser Strom hier gleich vorwärts geht. Etwa 2000 Läufer werden gleich nach dem Startschuss auf die Strecke gehen. Oberbürgermeister Bernd Wiegand und Ministerpräsident Hasselhoff gaben hier den Startschuss. Allein für den Halbmarathon hatten sich 1000 Läufer in die Meldelisten eintragen lassen. Dazu kamen auch noch viele 10-Kilometer-Läufer. Im Zeitraffer sehen Sie dieses große Peloton davonziehen hier vom Markt aus. Dieses Wir-Gefühl beim Laufen zu erleben war beeindruckend, auch für Außenstehende. Klar, auch die Walker gingen kurze Zeit später auf die Strecke. Jeder konnte hier seine Distanz finden. Auch der Schnupperlauf wurde vor allem von den Jüngsten gern in Anspruch genommen. Papa und Mama schlossen sich natürlich gern an.
Aber die 10-Kilometer-Läufer hatten inzwischen ihre Distanz fast geschafft. Beifall gab's vom Rande, klar. Judith aus Meißen zeigt zum Beispiel auch stolz ihre Startnummer in die Kamera. Es war ihr erster 10-Kilometer-Lauf. Noch nie vorher war sie solch eine Distanz gelaufen. Und draußen auf der Marathonstrecke zog einer weiter einsam davon. André Fischer aus Dresden. Die Frage war, ob er dieses Anfangstempo durchhalten kann. Denn der Kenianer Dixon kam immer näher, nur noch 100 Meter drin. Beide am Kilometer 20. Der Kenianer ist ja hier in Halle, um Veit Schapinski auf den Berlin-Marathon vorzubereiten, also als Tempomacher sozusagen. Und da kam dieser Marathonlauf für ihn gerade recht. Nun hatte der Kenianer aufgeschlossen zum Dresdner. 28 Kilometer hatten diese zwei Führenden bereits geschafft. Natürlich gab es nicht nur hier in Bengendorf immer wieder Beifall für diese beiden ganz starken Marathonis. André Fischer und Dixon Kurui, sie lagen auch gut in der Zeit. Um 2 Stunden 30 Minuten werden sie wohl für die Distanz brauchen. Und zurück auf dem Markt. Dort liefen die 10-Kilometer-Läufer, aber auch die Teilnehmer des Salzburger Laufes Richtung Ziellinie. Ganz vorn bei den 10-Kilometer-Läufern der Ungar Dani Soos, dahinter Jonathan Schapinski, hier rechts im blauen Trikot. Aber er war der Champion. Über 10 Kilometer hat den ehrgeizigen Hallenser Jonathan Schapinski noch knapp abschütteln können. Der 19-Jährige wird von Jahr zu Jahr immer besser. Jonathan, erstmal Glückwunsch, 2. Platz, du steigerst dich. Ja, das stimmt, ich steigere mich. Letztes Jahr bin ich 3. geworden, dieses Jahr schon 2. Muss das mal ein bisschen einordnen. Ich glaube, dieses Jahr war das Rennen deutlich stärker besetzt. Wir hatten 2 sehr gute Leute aus Leipzig da, die konnte ich hinter mir lassen. Den ersten, den habe ich leider auf der Hochstraße ziehen lassen müssen, weil er wirklich nochmal ordentlich Tempo gemacht hat. Und zum Schluss bin ich trotzdem zufrieden. Du machst dem Namen auch aller Ehre, Czerwinski, da geht wirklich stetig bei dir voran. Muss auch sagen, Bestzeit heute gelaufen über die 10 Kilometer. Ja genau, Bestzeit, es geht stetig bei mir voran. Ich trainiere ordentlich und ich hoffe, im nächsten Jahr kann ich mich nochmal steigern. Nächstes Jahr gewinnt der Jonathan bestimmt diesen 10-Kilometer-Lauf. Wie Roy Mathieu, auch ein sehr guter 10-Kilometer-Läufer, erschöpft im Ziel. Und die wieder hervorragenden Moderatoren Jörg Lehmann und Klaus Bado suchten schon mal auf der Meldeliste die Spitzenmarathonis. Die wurden nämlich jetzt im Ziel erwartet. Und da waren sie nicht mehr weit entfernt. Fast gemeinsam liefen sie die letzten Meter Richtung Ziellinie. Der Kenianer Dixon Kurui wurde schließlich der Sieger im Marathon 2015. Knapp dahinter der Vorjahres Sieger André Fischer. 2 Stunden und 33 Minuten betrug die Zeit. Für Fischer war das richtig schnell. 9 Minuten schneller als noch im vergangenen Jahr. Und das ging verdammt an die Körner. Großen Respekt für diese Marathonis und ein großer Glückwunsch an den Sieger des 14. MDM, den Kenianer, der hier letztlich die größeren Reserven besaß. Wir hören aber nur noch den besten Deutschen im Marathon. Ja, also ich bin mein Tempo von Anfang an gelaufen, was ich mir vorgenommen habe. Die haben ein bisschen gebummelt, die Gruppe dahinter, und der Dixon Kirui war auch in der Gruppe, aber der ist deutlich stärker als ich, also der läuft einen Halbmarathon 10 Minuten schneller als ich, in 63 Minuten oder sowas, das ist absolute knapp an der Weltspitze dran, und der hat heute einen lockeren Lauf gemacht und ich war froh, dass er dann da war, dann wurde es leichter, wenn man zu zweit ist und gegen den Wind kämpft, und ja, dann haben wir nochmal richtig Gas gegeben, also die zweite Hälfte war dann nochmal schneller als die erste. Also hat richtig Spaß gemacht. Ich habe meine Bestzeit um 7 Minuten unterboten, trotz des Winds von schräg vorne die ganze Zeit. Also es hat richtig Spaß gemacht. Und ansonsten war ein Top-Lauf. Ich freue mich super. Ja. Der Mitteldeutsche Marathon zog trotz widrigen Wetters offenbar alle in seinen Bann und einen Riesenbeifall gab es dann auch für den Halbmarathon-Champion Veit Schapinski, der nach 1 Stunde und 8 Minuten ins Ziel kam. Sein Name ist hier in Halle Programm. Er ist seit vielen Jahren auf dieser Distanz nicht zu schlagen und bereitet sich nun mit dem Kenianer auf den Berlin-Marathon vor. Ihr seid im Prinzip im Moment ein Team für Berlin, kann man das so sagen? Genau, es wird mein Tempomacher sein für Berlin und um sich jetzt besser aufeinander einzustellen und auch ein bisschen das Training zusammen zu gestalten, ist jetzt 6 Wochen bei mir. Das haben wir früher schon gemacht, vom Hannover Marathon. Das hat ganz gut funktioniert und ist für mich natürlich super, dass ich jemanden habe, der gleich stark oder auf kurzen Strecken sogar besser ist, dass man gefordert wird und das ist eine super Kombination und wir kommen gut klar miteinander. Was rechnest du dir aus für Berlin? Wenn die Bedingungen optimal sind, dann möchte ich gerne Bestzeit angreifen. Was heißt? Unter 2 Stunden 13:30.
2 Stunden 13:30. So schnell war hier in Halle beim Marathon noch niemand, sei nur angemerkt. Die beste Marathonfrau ist soeben ins Ziel gekommen. Julia Firme ist ihr Name aus Bad Dürrenberg. Dieser Sieg hatte sie schon etwas überrascht. Und natürlich auch ihre Eltern. Eine großartige Leistung, die übrigens auch eine sehr gute Skilangläuferin ist. Wie oft läufst du selbst Marathon? Marathon, also das war jetzt mein erster. Und ja, ansonsten trainiere ich ein paar Mal die Woche, wenn ich es so hinkriege, von der Zeit her. Wenn du das erste Mal Marathon gelaufen bist, was ist das jetzt für ein Gefühl? Ein gutes. Also ich hätte es nicht erwartet. Ja. Hab's jetzt auch nicht drauf angelegt, jetzt irgendwo ganz vorne zu sein, sondern wollte nur so für mich jetzt, sag ich mal, so mitmachen. Ja. Mhm. Und es war ja nicht einfach, oder, bei diesem Kantenwind? Nee, war nicht einfach. Aber es ging. Also dieser Wind war draußen schon unglaublich, auch für Marathonläufer Toni Keller, der am Ende einen guten 6. Platz belegte, aber eben auch völlig ausgepowert war. Immer wieder kam man erschöpft über die Ziellinie. Dabei gewesen zu sein, war das Allerwichtigste. Das hörten wir hier viel. Alle Läufer der verschiedensten Disziplinen kamen nun nach und nach ins Ziel. Und dieser Läufer ist 71 Jahre alt, strahlt auch nach 10 Kilometern noch immer viel Freude aus. Und er will laufen, solange ihn seine Beine tragen. Und feuchtfröhlich kommen Sie hier rein? Also ja, warum nicht? Ich habe Bluthochdruck, Herzflimmern, eine Endoprothese habe ich. Und trotzdem, man soll nie aufhören mit Laufen. Das macht immer wieder Spaß. Das war der einhellige Tenor dieser Läufer hier. Mit dieser Teilnahme am Mitteldeutschen Marathon haben alle einen neuen, wertvollen Eintrag auf ihrer Visitenkarte verdient. Denn diese Läufer haben was drauf. Ausdauer, Fleiß und Zielstrebigkeit. Man ist teilweise bereit, an seine Grenzen zu gehen. Bilder, die für sie sprechen. Auch aktive Fußballer haben wir hier entdecken können. Wie beispielsweise den Torjäger Georg Ströhl, der hier gemeinsam mit seiner Freundin 10 Kilometer lief. Auch Georg Ström, muss man sagen, ehemals VfL Halle, jetzt spielst du ja in Ammendorf. Ich glaube gestern oder wann, erst 2 Tore geschossen, jetzt schon wieder auf der 10-Kilometer-Strecke? Ja, naja, also ich habe mich schon vor einer Weile hier dazu gemeldet, für Günter Pappenbauer AG zu laufen. Und und habe dann gesagt, okay, das nutze ich mehr oder minder dann als Auslaufen mit meiner Freundin zusammen, die genauso schnell gelaufen ist wie ich. Ja, nee, war schön, war richtig toll. Das erste Mal bei diesem Highlight dabei gewesen? Letztes Jahr war ich bei der Staffel dabei, 10x4 Kilometer, glaube ich. Und da war es aber nicht in Halle und ich wollte immer mal auf der Hochstraße mal langlaufen und das war schon ein schönes Erlebnis. Erlebnisse haben hier viele sammeln können und vor allem hörten wir viele interessante Geschichten, warum Läufer hier zum Beispiel dabei sein wollten und wie fleißig sie für diesen Erfolg gearbeitet haben. Hören Sie mal. Man muss wirklich sagen, bei dir steckt auch was dahinter. Wir können es ja verraten, wir hatten kurz schon mal gesprochen. Also Ende des Jahres, sei mir nicht böse, ich verrate es einfach, hast du noch 20 Kilo mehr gewogen und jetzt hast du dich Stück für Stück vorangebracht und jetzt läufst du in 10 Kilometer Lauf sogar. Wie schafft man das? Ehrgeiz. Mehr ist es eigentlich nicht. Irgendwann war es mir einfach zu viel mit den vielen Kilos auf meinen Hüften. Und dann habe ich angefangen, was zu tun und habe Sport gemacht, habe die Ernährung ein bisschen umgestellt, habe einfach alles getan, bin Fahrrad gefahren und gelaufen und ja. Und jetzt hast du gehört, in Halle gibt es einen mitteldeutschen Marathon, ein Laufereignis und dann laufe ich einfach mal die 10 Kilometer. Ja, auf Empfehlung eines sehr guten Freundes habe ich mir gedacht, ja warum eigentlich nicht? Das ist doch genau die Herausforderung, worauf du noch gewartet hast. Gesagt, getan und hier bin ich. Wirklich bemerkenswert, wann man mit Ehrgeiz alles erreichen kann. Immer wieder kamen Läufer völlig geschafft im Ziel an. Und wurden teilweise auch schon sehnsüchtig vom Töchterchen erwartet. Also auf dem Shirt steht aus Regensburg, kommen Sie? Ja. Wie geboren in Halle. Ja. Aber Mitteldeutscher Marathon, eine feste Adresse oder wie? Ja, jetzt 2. Mal dabei. Genau. Ist eine schöne Strecke. Ja. Das Töchterchen hat auf die letzten Meter mitgeholfen. Genau. Ganze wusste ich gar nicht, aber kam auf einmal auf mich zugerannt und jetzt ist einfach schön jetzt. Schönes Gefühl, wenn man es jetzt auch geschafft hat, oder? Ja, schon. Hier waren viele Menschen am Start, die sich etwas zutrauen, erstmals auf eine größere Distanz gegangen sind. Und wenn man dann die Herausforderung gemeistert hat, ist die Strahlkraft umso größer. Dieses Glücksgefühl kann man kaum beschreiben.
Ich mache das eigentlich immer, weil ich mich immer freue, wenn ich ins Ziel komme, weil es ja nicht so selbstverständlich mit jemandem von der Größe. Und ansonsten ist gelungene Generalprobe für den Marathon in Magdeburg im Oktober. Ja. Du bist jetzt sozusagen zum Warmlaufen in den Halbmarathon gelaufen. Genau. Hat alles funktioniert. Im Übrigen, aus 23 Ländern waren hier auch Läufer zu Gast. Auch dieser junge Mann aus Indien hatte mit seiner Freundin hier am mitteldeutschen Marathon teilgenommen. Er verriet uns den näheren Grund für seine Teilnahme. She's from Halle. Sie ist meine Freundin aus Halle und ich bin im Moment in London, aber ich bin gekommen, weil sie mich eingeladen hat, den Marathon in Halle zu laufen. Ich mag das Ambiente, die Stadt mit den Türmen und natürlich ihr Zuhause. Ihre Eltern waren sehr nett und freundlich und die haben mich gut aufgenommen. Mir gefällt es hier sehr. Mit letzten Kräften setzten auch die Frauen beim Halbmarathon noch einen Endspurt an. Die Siegerin im Halbmarathon hieß Katrin Burggräfe von Turbinale, eine erfolgreiche Läuferin über viele Jahre schon. Und wieder war das Wir-Gefühl da. Im Team ging es zum Ziel. Teamwork war auch bei den Staffelläufern gefragt. Oh. Boyunas Laufmietzen, und hier sind sie. Das ist also die einzige Frauenstaffel, die hier mit teilgenommen hat. Erzählt uns, wie war es denn nun am Ende? Und schon, genau, schon ganz, ganz lange dabei ist, ja, immer wieder. Richtig. Oh, wir haben unsere Zielzeit geschafft. Wir wollten unter 4 Stunden bleiben. Haben wir erfolgreich geschafft. Aufgrund unseres fleißigen Trainings ist uns das sehr gut gelungen. Wir sind happy und heute Abend wird noch gefeiert. Ja. Und wird das genau eingestuft, wer wann läuft, also wie schnell, oder? Nee, wir machen schon eine Richtzeit, dass wir so bis 20 bis 24 Minuten pro Läufer, und das versuchen wir auch zu schaffen. Haben wir geschafft, sonst wären wir nicht unter 4 Stunden geblieben. Auch der 14. mitteldeutsche Marathon wird unvergessen bleiben. Er hat sich nun schon über viele Jahre zu einem beliebten Stell-Dich-Ein von Spitzen- und Breitensport entwickelt. Mehr noch, er ist ein Markenzeichen für die Region geworden. Den Veranstaltern um André und Waldemar Czepinski gebührt deshalb ein großes Kompliment für diese bemerkenswert gute Organisation. Das alles hier will erst einmal auf die Beine gestellt werden. Am Ende waren alle offensichtlich rundherum zufrieden, aber überlassen wir doch abschließend den Protagonisten dieses Laufevents das letzte Wort. Also, Sie sind so langsam am Ende des 14. Mitteldeutschen Marathons. André und Vater Wellemann noch mal bei mir, weil es ja auch schön ist, zum Schluss noch mal drüber zu sprechen, André. Das war heute, glaube ich, auch für den gesamten Organisationsstab schon eine Herausforderung. Dieses Wetter, ja, zum Start standen wir ja faktisch im Regen und vor allem fast schon Sturm. Ja, das war tatsächlich eine neue Herausforderung. Das haben wir so auch noch nicht erlebt. Hat uns viel Kraft gekostet. Nochmal, wir mussten noch einiges umbauen, umplanen und da wurden die letzten Reserven mobilisiert. Der Waldi steht daneben, ja, und kann das schon alles so ein bisschen gelassener sehen. Der Doppelmarathon-Olympiasieger. Wie schaut er das aus der Ferne? Ich meine, du hilfst ja immer noch viel mit, das wissen wir ja. Aber ja, bist ja nicht mehr so jetzt in der Organisation ganz nah dran. Ja, das ist richtig, aber ich musste trotzdem noch klären. Das war ganz schön anstrengend, die Tage. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass wir nicht am vorigen Wochenende den Marathon hatten, wo dann 32, 34 Grad waren. Das wäre für die Läufer ganz fürchterlich gewesen. So war es deutlich besser mit den Temperaturen und ja, die Sturmböen, die haben uns allen zu schaffen gemacht. Und der André sagte schon, das war mitunter hier gerade auf dem Marktplatz gestern Abend beim Aufbau und noch heute früh schon richtig riskant. Weil du hast ja vor 14 Jahren das Ganze ins Leben gerufen damals. So lange ist das schon wieder her. Ja, so lange ist das schon wieder her. Wenn du so jetzt mal die 14 Jahre Revue passieren lässt, ist das alles so gelaufen, wie du das mal vorgestellt hattest? Ja, ich denke schon, dass es sehr angenehm ist, jetzt zu sehen, dass so eine große Gemeinschaft eigentlich an dem Werk arbeitet. Ich betone immer wieder 1000 Helfer, die unterwegs eingebunden sind, die jetzt wirklich treu und ja, mit großem Stück Herzen uns hier unterstützen. Ich denke, das sollte auch in Zukunft so sein und dann wird die Veranstaltung auch weiter wachsen können. Ich denke, fast 5000 Leute hier beim Start zu haben, das ist für Halle schon ein sehr gutes Ergebnis. Herzlichen Dank euch beiden nochmal für dieses schöne abschließende Gespräch und vor allem auch herzlichen Dank für diese wunderschöne Veranstaltung. Danke euch.
So, liebe Sportfreunde, das war's dann vom 14. Mitteldeutschen Marathon. Wir sind am Ende angelangt. Also, da haben wir eine ganze Menge gehört und natürlich vor allem gesehen. Die Läufer haben alles gegeben und sind dabei klar auch an ihre physischen Leistungsgrenzen gegangen. Aber am Ende sind sie eben alle glücklich. Und das ist das, was dann auch steht für diesen 14. Mitteldeutschen Marathon, egal welche Strecke man hier gelaufen ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Bis nächsten Montag, wenn Sie mögen. Tschüss.